Eine moderne Holzernte verlangt wirtschaftliche Arbeitsverfahren in allen Teilbereichen, nicht zuletzt auch beim Holzrücken. Als Spezialrückeschlepper erfüllt der Unimog mit seinen verschiedenen Geräteaufbauten diese Forderungen. Hier fährt ein Unimog U80F mit Logger-Rückegerät und Müller-Langholz-Anhänger zum Einsatz. Schon am Fällungsort werden Voraussetzungen für eine optimale Rückeleistung geschaffen. So zum Beispiel auch durch Festlegung der richtigen Einschlag- und Abfuhrrichtung. Diese Faktoren bestimmen entscheidend die wirtschaftliche Holzbringung. Der Unimog U80F mit Logger-Rückegerät und Überrollschutz wird in Arbeitsstellung gefahren. Die Tragwerkstütze wird hydraulisch herabgelassen und gibt damit dem Fahrzeug eine gute Standfestigkeit. Das Seil läuft über schwenkbare Seilführungen auf die Doppeltrommel-Seilbinde, deren Zugkraft 2 × 5 Tonnen beträgt. Die hohe Zugleistung der Winde und die Standfestigkeit des Unimog sind die Voraussetzungen für die Bringung von Starkholz auch am Steilhang. Dieser Stamm ist mit 9 Festmetern vernetzt. Mit Doppeltrommelwinde und Umlenkrolle bringt man Stämme auch aus ungünstigen Lagen auf den Abfuhrweg. Das ist die Schutzausrüstung des Unimog für den rauen Forstbetrieb. Unterbodenschutz, hochgelegter Batteriekasten, verstärkter Kraftstoffbehälter und hochgeführte Auspuffanlage. Außerdem Ventilschutz an allen Rädern und Schutzgitter für die Scheinwerfer, sowie ein Überrollbügel und Sicherheitsgurte für die Fahrer. Für schwierige Geländesituationen kann der Unimog mit einer Werner Bergungswinde ausgerüstet werden. Maximale Rückeleistungen werden in einem befahrbaren Bestand mit geringer Seilarbeit erreicht. Der Unimog U80F mit Werner Rückegerät bringt hier ca. 9 Festmeter Stammholz im direkten Zug aus dem Bestand. Die Verwendung des U80F oder des U45F wird von den Einsatzverhältnissen und vom Arbeitsvolumen bestimmt. Der U45F ist besonders bei der Durchforstung in Schwachholzbeständen geeignet, da hier die Wendigkeit und geringe Breite des Fahrzeuges von großer Wichtigkeit sind. Neben diesen Arbeiten rückt der U45F selbstverständlich, wie hier zum Beispiel mit Werner-Rückegerät, mit 2 × 4 Tonnen Zugkraft Stammholz. Das Starkholz wird im direkten Zug zum Polderplatz gebracht. Der Unimog fährt rückwärts an die Stämme und schiebt mit der Tragwerkstütze das Holz auf den bereits vorhandenen Polder. Um schwaches Stammholz wirtschaftlich zu rücken, ist der Unimog U80F mit Werner Rückegerät und der zusätzlichen Werner Schwachholzrückeeinrichtung ausgerüstet. Bei gleichzeitiger Bringung mehrerer Stämme zieht man die beiden Hauptseile aus und hängt die Stämme mit Grätseilen an. Vorteile des Werner-Grät-Systems
Einhängen der Stämme an beliebigen Stellen der Hauptseile. Bringung mehrerer Stämme in einem Arbeitsvorgang die auf der Tragwerkstütze mit dem hohen Schutzschild aufgesattelt werden. Ohne Schwierigkeiten werden ca. 4 Festmeter aus dem Bestand gerückt. Bei Erstdurchforstungen legen Holzfäller das Schwachholz gebündelt an die Rückeschneise. Der Unimog U45F mit Wärmerückegerät und Schwachholzrückeeinrichtung nimmt das Holz nach dem Grätverfahren auf und bringt es aus dem Bestand zum Lagerplatz. Die Schwachholzrückeeinrichtung zum Unimog U80F und U45F eignet sich auch zur Schichtholzbringung. Auf dem U80F sind hier fast 3 Raummeter Schichtholz aufgesattelt. Dank hoher Zugleistung und Fahrgeschwindigkeit eignet sich das Unimog-Rückefahrzeug auch zur Holzabfuhr. Durch die Ausrüstung des Fahrzeuges mit Doppeltrommelwinde wird der Langholzanhänger durch den Fahrer alleine beladen. Über den Steuerschalter mit 5 Meter langem Kabel bedient er die Doppeltrommelwinde aus übersichtlicher Position. Der Unimog Forstschlepper rückt in allen Beständen einwandfrei. Er hat mehr Möglichkeiten. Für die Holzbringung im extremen Gelände wurde von der Firma Werner auf der Basis von Unimog-Aggregaten ein Knickschlepper entwickelt. Auf der Hinterachse ist ein Rückegerät mit einer 2x6 Tonnen Doppeltrommelseilwinde aufgebaut.
Er wird vom Motor des Unimog U45 über Getriebe mit 2x4 Schaltplatte und zwei Hinterachsen des U80 angetrieben. Ausgerüstet mit Reifen der Größe 1326 verfügt er über eine hohe Bodenfreiheit unter den Achsen und einem vorderen bzw. hinteren Böschungswinkel von ca. 55 Grad. Die hydrostatische Knicklenkung gibt dem Schlepper größte Wendigkeit. Der Wendekreisdurchmesser beträgt nur 9,2 Meter. Der Lenkeinschlag beträgt nach beiden Seiten je 40 Grad, während der mögliche Verdrehwinkel zwischen beiden Fahrzeugteilen je 20 Grad betragen kann. Der Fahrgeschwindigkeitsbereich liegt zwischen 3,2 und maximal 48 Stundenkilometer. Platten schützen das Fahrzeug gegen Beschädigungen von unten. Für die Holzbringung im Hochgebirge mit niedriger Wegdichte werden die Urus-Seilkrananlagen eingesetzt. Die Urus-Kurzstrecken-Seilkrananlagen können auf allen großen Unimog-Typen aufgebaut werden. Der maximale Arbeitsbereich des Urus 400 beträgt bei Bergauftransport 100 Meter und bei Bergabtransport 400 Meter. Je nach Rückeentfernung können bis zu 10 Festmeter in der Stunde transportiert werden. Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Forstwirtschaft ist es entscheidend, die Arbeitsproduktivität wesentlich zu steigern, um eine möglichst hohe Wertschöpfung zu erzielen. Der Unimog-Forstschlepper oder der Knickschlepper oder die Urus-Seilkrananlage stellen zur Erreichung dieser Forderung ganz entscheidende Faktoren dar. Denn der Unimog hat mehr Möglichkeiten.